Was sind Pannen nun auf der A7 Richtung Stadt, für die Chance, alles rauszukehren? Ja, bitte, Marc. Das kurz vor einer Dauer Oves schust für um Tunnel Goes Labier auf der A7 in Richtung Süden. Für das wichtige Maintenance-Arbeiten am Tunnel pünktlich können aufhängen, sperrt mir schon Pont-Chaussées-Brigade die Autobahn und deviiert den Verkehr, der Claude Jans erklärt. Das ist, was gemeint ging, dass eben die Pannen müssen abgeklappt gehen, dass die Leute, die auf den Chantier durchführen, wissen, dass da geschieht etwas. Und das wird erst noch einmal aufgesagt, dass Donner ging dann als Sicherheitstafel gesagt, dass wir selber auch als Sicherheit, wenn wir das Chantier abrichten. Und dann Donner ging dann eben Tit gesagt. Und dann bis zum Schluss, wenn die Auto dann ganz gesperrt ist, dann setzen wir als Barrieren an den Straße, dass eben kein Auto durchfahren kann. Dann ist der Chantier für uns zu. Ja, das können wir einfach mal verbinden. Der muss ganz gut auf sich selber aufpassen, weil er eben noch nicht schafft. Weil auf den Autobahnen, wo einer Vitesse gefahren geht, nicht ganz ungefährlich ist. Da muss ich noch ein Team sein, weil er nicht nachgeschaut hat, was wir mittlerweile auch sehen. Da weiß jeder, was den anderen möchte. Und jeder kennt immer seinen Handgriff. Und da klappt das auch schon. Denn am Ende laufen ein ganz Reihe Maintenance-Arbeiten an den Lützebäuer Autobahn-Tunnellen. Das geht es hier am Gosselabiersch. Unter anderem gibt es während den nächsten 2 Wochen sämtliche Typen von einer spezialisierten Schweizer Firma gebotzt. Ein nächster Kamion spritzt hier für ein entsprechendes Botzprodukt und Mauer für den Knast zu lesen. Und dann drücken dann den zweiten Kamion mit Biesten, den die Mauer da proper mischt. Weil das ein Tunnel proper ist, der das wichtig für die Sicherheit. Es soll aber nicht so hell wie möglich sein, aus der Ursache, als übrigens der Straßenbelag am Tunnel auch mehr hell gehalten, wie die normalen Autobahnsbelag da draußen. Auch da sie war der Gedanke am Tunnel Goslabiersch geschafft. Parallel zur Bootsaktion stehen eine ganze Reihe weiter Maintenance-Arbeiten und Plan. Jeweils am Frühjahr und am Hirsch ist das der Fall so, der Robert Biel von der Pont-Chaussée. Wir führen die Strategie so, dass wir so mehr lieber präventiv mehr auf der bestehen, wie dass wir mehr auf die Pannen haben. Da muss man ungeplant den Tunnel zu machen. Weil all die Equipamente, die dran sind, die sind ja hier wichtig. Und dafür kann man nicht darauf kommen lassen, dass die Equipamente einfach fort fahren. Das heißt dann so mal im Vierfeld. Wir gucken lieber im Vierfeld noch, oder wir setzen sie, wie dass wir mehr d'Urgence müssen, den Tunnel zu machen. Ein 30 Leute schaffen während der Sperrungen permanent am Tunnel für die verschiedensten Installationen zu kontrollieren und an der Reihe zu halten. Nach einmal der Robert Biel. Wir müssen eine Ventilation dranhängen, wir müssen ein Brandmeldekabel dranhängen. Das ist ein Kabel, den oben über die Wut vom Tunnel lebt, an den ganz sensibel Temperaturschwankungen erkennt. Und wenn die Temperatur schnell klammert, dann ist das unsicher, dass es brennen am Tunnel. Dann haben wir Damperkennung am Tunnel, wir haben CO-Messung am Tunnel. Und das sind laute Equipamente, die dann eben gebotzt gehen oder präventiv ausgetauscht gehen. Und da kommen noch all die aktiven Sicherheitsequipamente, das heißt Hydranten, das US-Nische, wenn du irgendeinen Panne hast, für das sind wo Kinder Hölle rufen, wo auch Feuerlöscher dranhängen. Das heißt, all die Equipamente, die dann noch geguckt, dass die richtig funktionieren. Geschafft geht an den Autobahnstunnelen daran nicht. Den Tunnel geht dabei flexibel zu den Zeiten oben zugemacht, wo die Sperrung den Trafik am meisten steuert. 6D gehen übrigens am Ganzen für die Maintenance vom Goslar-Tunnel aus engen 2 Typen gebraucht.